Von hier geht's, glaube ich, nicht, ne? Boah, Alter, der steckt da unten so tief drin. Schleicht da jemand umher? Nein, nein, das täuscht. So, ich probier's mal hier. Das Einzige, was hier gräulich ist, ist dein verfluchter Gejammer. Jetzt macht euch wieder an die Arbeit. Wenn der Anführer euer Gejaule hört, wird euch die Köpfe abschlagen. Ich habe etwas gesehen. So, das kriegen wir eh nicht mehr hin mit dem Anlocken. Brille, Vielmann. Oh, Pfeile. So, lass dich nicht entdecken. Ich hoffe, das gilt nicht für die Ghule. Die anderen haben von den Ghulen offenbar gar nichts bemerkt. So, zwei Lager haben wir ausgehoben. Jetzt müssen wir da hinten noch hin. 346 Fuß. Der Typ ist zum Glück auf unserer Seite. Was? Wir wurden aber nicht entdeckt, oder? Ah, ich glaube, das gilt schon, wenn die... So. Lass dich nicht entdecken. Ich glaube, auch Verbündete, wenn die entdeckt werden, wie zum Beispiel unser Freund oben auf dem Dach gerade, ich glaube, das gilt dann auch schon. Ich hab schon viele noch getötet, Alter. Ich hoffe, es kommt nicht wieder. So. Ich mag die Gespräche immer noch. Okay, wir müssen jetzt da rechts rüber. Ich traue mich gar nicht, jetzt die anderen Sachen zu suchen, weil mir das gerade ein bisschen zu brisant ist hier. Ich komme mir gerade vor wie bei Thief übrigens. Dumme Könige, die nicht einmal mehr leben. Wir reißen sie alle dann nieder und lassen die Menschen dem dunklen Herrscher ein gewaltiges Monument errichten. So, 202 Fuß. Da schleichen wir uns jetzt mal hin. So, wir brauchen ganz dringend ein paar Pfeile. Oh, wer ist denn da hinten? Wen haben wir denn da? Marco. Der Kümmerliche ist ja auch süß. Toller Name. Damit schafft man sich Respekt. Ich probier's einfach mal. Was? Nein! Ich hab doch gerade den letzten umgebracht! Nein! Nein, lecco mio grande fetto, das gibt's doch nicht. Ich hab gerade den letzten umgebracht. Ich dachte, das schaffe ich noch, wenn ich von einem... Sag mal, wie will denn noch? Ich dachte, ich schaff's noch, wenn ich von einem zum anderen reite. Wen haben wir denn? Ach, das ist der andere Typ. Ja, die Festung ist ganz aufgeregt. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Hallo? Ach so. Im Menü geht das nicht. Das geht nur auf der Karte, das kurze Wechseln. Ach, so eine schäbige Scheiße. Und jetzt haben wir hier schon wieder... Stelle sicher, dass die Jagd von Grublig erfolgreich verläuft. Stelle sicher, dass Naru Genickbrecher den Überfall überlebt. Macht plus 40. Das müssten wir eigentlich machen, damit die beide anerkannt werden.
Ach, scheiße, und da gibt's noch so viel zu sammeln unten in der Festung. Schnellreise. Ich reise mal kurz schnell. Boah, das ist mega ärgerlich, dass wir beim letzten jetzt, dass das beim letzten jetzt gehapert hat. Wir haben es eigentlich echt gut geschafft und die waren super mies versteckt teilweise, wo man nicht so richtig rankam. Und jetzt beim letzten, zack, entdeckt. Scheiße. Ich teste mal eben die Revolte aus. Das müsste doch eigentlich drin sein, oder? So ein bisschen Revöltchen. Na, was macht er denn? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ablaufen... Hallo? Bin ich mal gespannt, wie das ablaufen wird. So, ich glaube, das findet auf der Brücke statt. Hä? Ach so. Boah, was für ein Fake. Ist das Ding die ganze Zeit oben am Monitor und ich dachte, da müssen wir jetzt lang. Aber naja. So. Schrack, in der Tat. Sonst wäre er wohl kaum von einem Karagor gefressen worden. Sein Nachfolger wird nicht so ein Schwächling sein. So. Dass wir einen wahren Anführer bekommen. Wo ist denn hier? Wo ist denn das? Hallo? Ach, da oben drauf. Okay. Hauptsache ist nie zum Training gekommen und wir alle wissen, was mit dem passiert ist. So. Ein Grauk hat ihn aufgeschlitzt und eine Innereien zu Blüften aufgehängt. Ach, das ist schon wieder das Ding. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Mann, das ist schon wieder das gleiche Ding wie eben gerade. Das mache ich später. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Das geht mir gerade auf den Sack. Wir müssen... Wo müssen wir denn da hin? Ach, da. Ich frag mich ja, ob der Zwerg hier noch rumlungert. Zwerg? Hier? Du hast wohl schon wieder zu viel Grog gesoffen. Revolte, jetzt bin ich gespannt. Du hast einem Häuptling befohlen, sich gegen einen seiner Rivalen zu richten. Er hat sein Gefolge in den Kampf geführt. Es kommt zu einer Revolte. Wer auch immer flieht oder stirbt, hat verloren. Die Gewinner erlangen Macht. Sorge dafür, dass der von dir gebrandmarkte Häuptling die Revolte gewinnt. Okay, wir müssen jetzt den Typ mit den Hörnern umbringen, wie es aussieht. Was auch passiert, jemand wird große Schmerzen erleiden. Ich warte schon lange darauf, dich und deinen Haufen zu töten. So, Feldusch. Ich gehe noch mal ganz kurz rein. Saurons Armee, der Feldusch. Ich bringe mich mal kurz auf den neuesten Stand. Nur Kampftodesstöße. Kein Fernkampf, kein Schleichen, alles klar. Nur Kampf-Todesstöße, das heißt, das wird ein harter Brocken. Aber wir haben ja... Schütze meine Namen! Seine Mann sind ja nicht immun. So, hallo Fähigkeitspunkt und hallo Revolte. Hey, was glaubst du, was du unter so vielen Uruks anrichten kannst? Eine ganze Menge, mein Freund, eine ganze Menge. Bessere Welt gekämpft. Das Chaos wird siegen. Gut, das mit der besseren Welt, das müssen wir nochmal relativieren gerade. Ich würde sagen... Revolte. Beide gebrandmarkt. Sehr schön. Und damit haben wir eigentlich gewonnen. Boah, wie cool. Und jetzt können wir nämlich die nächste Revolte ausrufen, indem wir wieder einen gegen irgendwen anders schicken. Auf dem Feld sieht es inzwischen auch schon ziemlich übernommen aus. Jetzt haben wir noch zwei übrig. Stärken, Schwächen, zum Spiel zurückkehren. Der Mörder ist schon über alle Berge. Oh,
Ach, schön ist das. Zieh nur, meine Armee, zieh nur. Dreckige Lache. So, das Schwert, was ich da gerade gesehen habe, wo ist das? Das ist da oben, okay. Das ist nicht gerade um die Ecke. Okay, wir haben die Revolte gewonnen. Wenn wir schon mal, wir sind ja hier in der Nähe, da können wir nochmal ganz kurz nach dem hier sehen. Nach dem da nicht. Nach dem da schon. Wo ist es denn? Da. Sehr traurig. Ich konnte nicht mit ansehen, wie sie erledigt wurden. So, 3 von 5 Häuptlingen haben wir schon gebrandmarkt. Ich denke, den Rest kriegen wir auch noch hin. Langsam übernehmen wir ja sozusagen die Karte. So, hier oben müsste es liegen. Da ist es auch schon. Fähigkeit freischalten können wir auch gleich. Machen wir auch Itzhund. Aber erstmal gucken wir mal, was hier liegt. Zerbrochener Stab. Eine große Kraft zerbrach diesen Stab eines Zauberers in mehrere Teile. Aus einem Setzling gefertigt, diente dieser Stab einem wandernden Zauberer einst als Gehstock, Zauberstab und Waffe. Was mit seinem Besitzer geschah und wie er in diesem Zustand gelangte, ist nicht zu sagen. So, da haben wir die Erinnerung und da lauschen wir jetzt auch mal rein. Schon komisch, nicht wahr? Sie haben uns ihren Namen gesagt. Mehrmals. Aber wir haben sie vergessen. Wir haben sie einfach vergessen. Es schien fast so, als würden sie nicht wollen, dass wir uns erinnern. Nach einer Weile waren sie einfach nur noch die 2 Istari. Manchmal auch einfach der Große und der Kleine. Ich kann nicht sagen, warum ich mich nicht erinnern kann. Ich erinnere mich an den Großen, wie er uns Geschichten über eine Goblinstadt erzählte, über einen Mann, der sich in einen Bären verwandelte, von der Zeit als... Nun, ich glaube, es war ihm scheinbar gleichgültig, dass einige seiner Geschichten nicht ganz stimmig waren oder andere einen Toten aus seinem Grab hochschrecken lassen würden. Als der Große ging, nahm er seinen Stab mit, ließ aber einen Gehstock zurück, in dem eine ganze Menge Kerben und Muster eingeritzt waren. Er hat damit irgendetwas aufgezeichnet. Das ist sicher. Ich frage mich, ob das mit irgendeiner Geschichte zusammenhängt, die ich gerade nicht weiß, die man vielleicht aus dem Herr-der-Ringe-Universum kennt. Wenn es jemand weiß, gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich persönlich weiß es gerade nicht, muss ich zugeben. 33 von 42 Artefakten haben wir schon. Es fehlen also auch nur noch 9. Auch da nähern wir uns langsam dem Ende sozusagen. Dieser Zauberer, die Istari, was weißt du über sie? Ist ihre Macht stärker als die deinige? Wir haben uns bisher noch nicht gemessen. Saruman, der Weiße, ist der Vorsitzende des Weißen Rates. Sein Wissen um die Ringe der Macht ist groß. Ja. Und trotzdem sind seine Methoden, nun nennen wir sie mal unorthodox. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Wir haben die Revolte hinter uns. Was ist denn hier los? Ach, das sind unsere Kumpel hier hinten alle. Und da findet auch wieder irgendwas statt. Hä? Bolg der Stichelnde. Beschütze oder beherrsche Bolg. Hä? Beschütze? Wovor denn? Das haben wir doch eigentlich schon gemacht. So, Schreihals. Greift den Unterstützer und lass den Grischer Halbling Freund um Hilfe rufen. Ach, das war das mit dem Greifen. Stimmt ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Ich mach mal ganz kurz eine Schnellreise. Und ich würde sagen, diese Schnellreise führt mich direkt in die nächste Aufnahme. Und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich oder zur nächsten Folge, je nachdem wie ich schneide. Wie immer, Dankeschön nochmal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mordors Plattensammlung. Und ja, neue Aufnahmerunde. Erstmal gleich wieder Steuerung üben. Aber bevor wir das tun, ich muss immer bei jeder neuen Aufnahmerunde erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, weil die doch ein bisschen, da muss man sich ein bisschen reinfriemeln immer jedes Mal. Aber das ist ganz normal. Jeder, der das selber spielt und dann eine Woche Pause macht oder zwei, wird das bestätigen können. Eine Sache noch zwischendurch, bevor wir jetzt weitermachen. Ich springe jetzt mal irgendwo hin. Guck mal, die da unten eignen sich doch perfekt. Kann ich nicht... Ah, jetzt kann ich. Okay. Gut, das reicht. Und mit dem kann ich üben.
Was machen die denn? Ach, die verfolgen einen Sklaven. Hey! Also Steuerung geht. Ich kann mich nicht beklagen. Die beiden räumen da oben jetzt mal auf. Ich persönlich gehe spazieren. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr, was ich als letztes gemacht habe, denn inzwischen wieder so viele andere Spiele gespielt. Huch. Da drücke ich mal A und weiche aus. Weil da drüben hinter uns ein Karagor wütet. Ich wollte mal ganz kurz, pass auf, ich will mal ganz kurz, komme ich denn jetzt hier ins Hauptmenü? In die Option komme ich rein, Sound, Video, da will ich gar nicht rein. Denn inzwischen kann man wohl, jetzt hätte ich, da hätte ich ja gleich, ich mach mal eben beenden. Ja, ich möchte das Spiel wirklich beenden, eigentlich nein. Aber ich gehe mal ganz kurz ins Hauptmenü, um es mal zu zeigen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann funktioniert. Da muss ich gleich selber mal gucken. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wir haben ja, einige haben sich gefragt, warum ich diesen Skin hier habe. Das ist so ein Sonderskin. Ich glaube, das war in der Pre-Order mit dabei, dieser Kapuzenskin. Deswegen ist er verstehst du? Das war, orkisch. Nein! Normalerweise in den Zwischensequenzen sieht der junge Mann ja anders aus, da hat er so einen Fellkragen, wir haben hier eine Kapuze, das ist wie gesagt von der Pre-Order Edition. Ich guck mal ganz kurz, hier kann man nämlich Skins wechseln. Ne, so, hier gehe ich mal rein. Wir sind der dunkle Waldläufer, inzwischen gibt es aber auch Litharial, die man spielen kann, die ist gerade neu dazugekommen. So sieht die gute Dame aus, die kennen wir ja schon. Dann gibt es inzwischen auch die Macht des Schattens, der ist auch dazugekommen. Da spielen wir auf der bösen Seite. Auf der bösen Seite. Das heißt, wir können diese widerlichen Menschenmaden auslöschen. Und hier ist eigentlich der Standardskin. Der sieht natürlich auch ganz cool aus, der gegerbte Herr Waldläufer. Aber ich dachte, dieser halbe Thief-Skin ist so ein geiler. Ich würde gerne mal die Litharial ausprobieren. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn ich jetzt den Story-Modus fortsetze. Mal gucken. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Ja. Jetzt nicht. Okay. Bald. Achso, es gibt jetzt noch kein besseres Leben, aber bald. Das haben wir jetzt gelernt. Damit müssen wir uns wohl alle abfinden. Das ist so die Standardfloskel eigentlich. Ach, mir geht's so schlecht. Ich hoffe, es wird wieder besser. Ja, ja, es wird besser, aber später. Weil jetzt geht es einem ja schlecht. Da wird's ja nicht gleich wieder besser. So, ich bin mal gespannt, als die Dame, ich weiß nicht genau, ob die andere Skills hat oder was auch immer, sind wir überhaupt die Dame? Momentan bin ich wieder unser alter Shaka Zulu-Häuptling hier. Nichts geht über das Gewinsel der Menschen nach Gnade. So, sieh mal einer an. Haben wir einmal das Geschlecht gewechselt? Kann man ja mal machen. So, ich schau mal ganz kurz, wo haben wir denn hier? Da hinten ist doch ein roter Pfeil. Ich mach mich. Schleicht da jemand umher? Nein, nein. Halte den Sklaven auf! So, probieren wir mal. Ja, so als Frau spielen ist ja auch mal schön. Da oben rechts sehe ich ein fettes Schwert. Schnauze, Dicker! Was willst du? Ich hab dich nicht gefragt. So, jetzt sind wir ja eh wieder unser, der weiße Riese quasi. Also die Frau spielt sich genauso, die redet glaube ich nur weniger. Ja. Yeah. Und sie trifft ihn eiskalt durchs Herz, so sind die Frauen. Ja, das habe ich jetzt gelernt, so sind die Frauen, zumindest hier in Mittelerde. So, damit er die Sklaven nicht behelligt, muss ich leider auch da mal. Es dient momentan überhaupt nicht im Spiel. Ich würde die Sklaven freilassen. Das war mir gerade wichtig. So, und was ist. Ist das ein Grauk oder ein Karagor, den ich da unten sehe? Hm? Wo will er hin? Ach, da hinten hat er sich ein kleines Fresschen erschnuppert. Na, das ist ja allerliebst. So, jedenfalls. Hol dir dein eigenes. Ich brauche das, um den Rest der Woche zu überleben. Du Bastard! Ich brauche die Pfeile. Und die brauche ich keine Pfeile, Junge. So. Köpfchen muss man haben. Stimmt ja, wir haben ja zwei Schläge frei.
Wir haben ja zwei Schläge frei, 50 Sklaven gerettet. Ich freue mich sehr. Nächstes Mal, Waldläufer. Nächstes Mal kriege ich dich. Ja, ich lebe in Angst. Außerdem bin ich gar kein Waldläufer. Ich bin eine Schlucki-Kussmund, bin ich. Ich habe meinen Bürojob gekündigt, um jetzt in Mittelerde auf Jagd zu gehen.